Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde Nimenhao und auch Salvete Spectatores zu einem Tutorial-Video zu Total War 3 Kingdoms mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und seit heute, 23.05. um 9 Uhr darf man dieses Spiel spielen, und da habe ich gedacht, dann sollte ich euch doch noch ein paar Infos mit auf den Weg geben, damit ihr eure Kampagne erfolgreich spielen könnt. Und zwar sieht es folgendermaßen aus: Es handelt sich hier jetzt um mögliche Wege, wie man die Kampagne auf verschiedenen Schwierigkeitsstufen erfolgreich absolvieren kann. Natürlich kann es abhängig von der Situation und der Schwierigkeitsstufe andere und angemessene Vorgehensweisen geben. Wichtig ist mir aber hier, es sind keine Exploits, sodass der Spielspaß eigentlich nicht beeinträchtigt werden sollte. Und dann fangen wir auch schon mit dem ersten Punkt an, den ich mir rausgesucht habe: maximiert die Verstärkungsrate. Ein unglaublich wichtiger Faktor in der Kampagne. Und was der macht, zeige ich euch jetzt. Nachschub ist ein ganz wichtiger Wert bei Total War 3 Kingdoms, und er ist deswegen so wichtig, weil er wahrscheinlich eure Expansion und eure Geschwindigkeit in der Kampagne am meisten beeinflussen kann oder wird. Verstärkung oder Nachschub braucht ihr immer dann, wenn eure Einheiten zum Beispiel in einem Gefecht Verluste erlitten haben, oder wenn ihr eine Einheit aufgelöst und neu aufgestellt habt, oder wenn ihr zum Beispiel aufgrund von schlechter Nahrungsmittelversorgung oder Militärvorräten weitere Verluste erlitten habt. Das kann passieren, und dann ist es wichtig, eine möglichst hohe Nachschubrate zu haben. Im Tooltip sehen wir hier, dass die Nachschubrate von 4 hier verschiedenen Faktoren abhängt. Einerseits gibt es Reformen, die diesen Wert erhöhen. Andererseits sorgen volle Militärvorräte dazu, dass man 4% zusätzliche Verstärkung bekommt. Die grundlegende Nachschubrate beträgt überhaupt 4%, und die Zahl der Bevölkerung hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf die Nachschubrate. Hier durch die Bevölkerung 4%, und wenn wir das vergleichen mit dem Wert hier oben, hier liegt sie bei 12%. Es gibt außerdem noch weitere Gebäude, die die Nachschubrate erhöhen. Es ist also insofern immer sinnvoll, Einheiten neu in den Regionen aufzustellen oder in den Komtureien, wo ihr eine sehr hohe Bevölkerung habt und wo ihr zusätzliche Gebäude errichtet habt, die die Nachschubrate verbessern. Ihr seht hier auch auf Anhieb, dass diese Einheit hier in 4 Runden wieder aufgefüllt sein wird, wohingegen diese Einheit nur in 3 Runden wieder aufgefüllt ist und damit deutlich schneller wieder zur Verfügung steht. Eine Runde Zeit ist einfach eine zusätzliche Ersparnis, die viel in der Kampagne wert sein kann. Zwei Dinge sind mir an dieser Stelle noch wichtig, die ich erwähnen möchte. Das erste ist, ihr bekommt den Nachschub nur, wenn ihr euch im eigenen Territorium befindet und nicht in der Stellung Marsch seid, denn dann ist die Einheitenverstärkung sowie die Rekrutierung deaktiviert. Das ist also ein Punkt, auf den ihr achten solltet. Und das andere ist, es ist daher wesentlich interessanter für euch, Einheiten, auch wenn sie jetzt nicht zu diesem General passen wie hier bei Yan Wei, da passen zum Beispiel die Schwerkämpfer nicht so gut zu dieser Charakterklasse, die sollte man wechseln und nicht einfach auflösen. Denn wenn ihr sie auflöst, dann müsst ihr zusätzliche Verstärkung aufbringen. Wenn ihr sie einfach wechselt, sagen wir mal, wir nehmen hier diese Azur-Drachen, eine sehr schöne Einheit übrigens, ihr seht, die kommen direkt mit viel, viel, viel mehr Truppen hier an und sind schon innerhalb von 2 Runden wieder aufgefüllt und kampfbereit. Das ist ein unschlagbarer Vorteil, den ihr auf jeden Fall auf der Rechnung haben solltet, wenn ihr dieses Spiel in der Kampagne spielt. Mein nächster Punkt bezieht sich auf die Steigerung der Nahrungsproduktion. Natürlich ist Nahrung, wisst ihr alle, ein wichtiger Faktor in diesem Spiel, aber es gibt zusätzliche Gründe, warum man immer viel mehr Nahrung haben sollte, als man eigentlich selbst benötigt. Das erkläre ich euch jetzt. Eine geradezu verschwenderische Nahrungsmittelversorgung bringt euch einen Bonus beim Einkommen aus der Landwirtschaft und nochmal zusätzliche Reserven in allen euren Komtureien, was tatsächlich ein großer Vorteil ist. Und zwar erstmal insofern, weil ihr durch das prozentuale Einkommen der Landwirtschaft eure Landwirtschaftsgebäude auch selber wertvoller macht. Das ist ein wichtiger Punkt. Auf der anderen Seite solltet ihr aber natürlich auch wissen, dass es hierfür eine ganz klare Grenze gibt, und die ist bei 50 Nahrung Überschuss erreicht. Ab dann bekommt ihr einen Bonus von 20% auf das Einkommen und plus 20% auf die Reserven, und es wird ab dann keine zusätzlichen Boni mehr geben. Allerdings müsst ihr auch im Auge behalten, dass mit dem Wechsel der Jahreszeiten eure Nahrung um bis zu 4 Punkte schwanken kann. Das heißt, ihr werdet in der Erntesaison auf jeden Fall 4 Punkte Nahrung mehr haben als im Winter. Und für diese Situation solltet ihr vorsorgen, und deswegen ist es wichtig, dass sich euer Wert bei der Nahrungsmittelversorgung immer
über, also schon bereits bei der Ernte oberhalb von 0 befindet, im Idealfall eben bei 4. Wenn ihr also Gebäude baut, die Nahrungsmittel verbrauchen, oder wenn ihr Abkommen schließt, zu denen ihr Nahrungsmittel verkaufen müsst, dann solltet ihr das in der Regel lieber im Winter tun und nicht unbedingt bei der Ernte, weil da vielleicht auch der Wert nicht ganz so repräsentativ ist. Es gibt darüber hinaus noch einen zusätzlichen Grund, warum man mehr Nahrung übrig haben sollte, als man selbst benötigt. Und das hat was mit Punkt 8 zu tun, den ich hier vorstellen möchte. Nutzt die Diplomatie als eine zusätzliche Geldquelle. Und da kommt die Nahrung wieder ins Spiel. Ihr werdet nämlich feststellen, dass mit fortschreitendem Spielverlauf die KI-Fraktionen große Probleme haben werden, sich selbst mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Das hat unterschiedliche Gründe. Das hat zum einen was damit zu tun, dass die KI offenbar nicht wahnsinnig schlau ist, wenn es darum geht, Gebäude auszubauen, und häufig auch mal Gebäude gebaut werden, die ja Nahrungsmittel verbrauchen. Andererseits aber auch, dass die Hauptkettengebäude, also die großen Städte, gerade in den Regionen auch ausgebaut werden, die ohnehin schon wenig Nahrung zur Verfügung stellen. Das heißt, viele der KI-Fraktionen haben im Winter insbesondere einen eklatanten Nahrungsmittelmangel, falls sie den nicht schon vorher haben. Ich habe es gesehen teilweise, dass es Fraktionen gab, die hatten einen Nahrungsmittelmangel von über 30 Punkten. Und diese Fraktionen werden sich die Hände danach lecken, in den Besitz eurer Nahrung zu kommen. Das gibt euch zusätzliche Optionen. Ihr könnt zum Beispiel Gebiete für Nahrungsmittel später handeln. Ihr könnt aber auch, das ist was ich sehr gerne mache, ein Abkommen mit einer KI-Fraktion schließen, indem ihr Nahrungsmittel anbietet. Die werdet ihr immer für 10 Runden an die KI verkaufen. Ihr seht außerdem hier unten immer, bei Sprüngen von 0,7 oder größern hat die KI ein vitales Interesse. Wir sehen das hier, das sind immer Sprünge von 0,7, ne? 7,3, 8,0, 8,7 und so weiter. Das gilt für alle Formen von Abkommen. Und dann irgendwann wird es nur noch 0,1 oder 0,2. Das sehen wir hier, von 8,7 auf 9,4. Das heißt also, Liu Bei ist der Meinung, er braucht 12 Nahrung von uns. Alles andere drüber ist nur eine zusätzliche Dreingabe und wird das nicht weiter verstärken. Und dann kann man hingehen und sich entweder eine einmalige Zahlung erbitten oder eine regelmäßige Zahlung. Es kommt tatsächlich auf den Wohlstand der Fraktion an. Wir werden also hier sehen, dass wir hier schon bei Liu Bei auch mit fortschreitendem Spielverlauf eine ganze Stange Geld fordern können. Das nimmt aber sehr, sehr, sehr viel schneller ab, in dem Moment, wo ein gewisser Sockelbetrag überschritten wird, den man im Vorfeld nicht unbedingt ersehen kann. Den könnten wir hier jetzt ausrechnen. Ich habe hier aber noch nicht die Mathematik bemüht, um zu gucken, ob das sich in allen Situationen gleich verhält. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Modifikatoren, was diese Bezahlung anbetrifft. Erstens die Zufriedenheit der Bevölkerung. Ihr seht hier auch, Liu Bei mag uns unfassbar gerne. Das hat eine positive Auswirkung auf die Handel, auf das Schließen von Abkommen überhaupt. Auf der anderen Seite hat er recht viel Geld und er hat sehr wenig Nahrung. Das sind hier die drei entscheidenden Faktoren, die das Ganze hier bedingen. Und die Nahrung könnt ihr zum Beispiel sehr gut verkaufen. Es ist deshalb wichtiger, außerdem in meinen Augen, Gebäude zu bauen, die Nahrungsmittel produzieren, anstatt welche die Nahrungsmittel verbrauchen. Es gibt nur ein Gebäude, das ich baue, das Nahrungsmittel verbraucht, übrigens, um das nochmal hier von Punkt 9 aufzugreifen, das Nahrungsmittel verbraucht, und das sind die Städte. Und alles andere würde ich tatsächlich wahrscheinlich nicht machen, weil sich das in der Regel nicht lohnt. Ihr bekommt tatsächlich wahrscheinlich in den meisten Fällen mehr Geld, wenn ihr mit der Nahrung handelt, anstatt dass ihr sie in Gebäude hinein investiert, die Nahrungsmittel verbrauchen. Damit ist nur ein wichtiger Aspekt angekommen. Ihr könnt natürlich noch andere Sachen verkaufen, wie zum Beispiel Gegenstände, die ihr besitzt. Was ich ganz gerne verhandle, ist zum Beispiel hier dieses Zubehör, was ich nicht immer brauche und vielleicht auch mal doppelt habe. Das wird einem tatsächlich auch angezeigt, ob man gewisse Dinge mehrfach hat. Dieses Thronschwein zum Beispiel kann man sehr gut verkaufen, wenn man keinen Autoritätsgeneral hat oder wenn bereits alle Autoritätsgeneräle, die wir haben, oder alle Figuren hier, die wir, alle Helden, die wir benötigen, über einen Autoritätswert verfügen, der hoch genug ist. Und dann kann man sich auch mal bei einer KI-Fraktion hier einen ordentlichen Betrag erbeten, und da mache ich dann typischerweise aber einmalige Beträge, klicke dann auf Bringt es zum Laufen und ich sehe 1285 würde er mir zahlen. Das Maximum, das ich überhaupt zahlen kann, wird mir hier auch noch angezeigt, aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Na, also das heißt, ich lasse mir da hier einen ganz ordentlichen Betrag auszahlen und
Das könnt ihr mit vielen anderen Dingen auch machen. Die Option schnelles Abkommen, die liefert euch übrigens noch die Möglichkeit zu sehen, ob ihr nicht Angriffspakte mit anderen Fraktionen schließen könnt. Und überall, wo Ja steht, wisst ihr sofort, eigentlich, das ist eine Fraktion, da muss ich nichts draufpacken. Die schließt den Nicht-Angriffspakt sofort und wird mir wahrscheinlich noch Geld dafür anbieten. Und das ist teilweise noch nicht mal wenig. Insbesondere, wenn ihr euch mit diesen Fraktionen halbwegs gut versteht und wenn ihr deutlich militärisch überlegen seid, was ihr hier sehen könnt. Also ihr seht hier, wir sind hier militärisch deutlich überlegen und könnten da also nochmal zusätzliches Geld scheffeln. Der hat nur jetzt halt nicht so unfassbar viel Geld, deswegen können wir wahrscheinlich gar nicht so viel von ihm verlangen, aber auch hier können wir natürlich uns mit 700 Kupfer können wir uns hier auch ganz ordentlich entlohnen lassen. Und das ist eine sehr, sehr, sehr sinnvolle Sache. Das heißt also insgesamt, schließt auf jeden Fall nicht nur die Abkommen, die ihr jetzt aus einer strategischen Perspektive, was Militär und Kriegsführung angeht, für sinnvoll haltet, sondern schließt auch Abkommen, bei denen ihr keinen direkten Nachteil habt, zum Beispiel durch die Meinung mit anderen Fraktionen, sondern schließt auch Abkommen, die euch Geld bringen. Das ist tatsächlich eine sehr sinnvolle Sache. Ein letzter Punkt dazu, behaltet im Hinterkopf, wenn ihr der KI-Fraktion Geschenke macht, das heißt also, wenn hier dieser Wert höher ist als 0,0, erhaltet ihr einen Beziehungsbonus auf die Fraktion, mit der ihr gerade einen Handel abschließt. Das heißt also, ihr könnt auch mal eure zusätzliche Nahrung verwenden, um einer befreundeten Aktion ein kleines Geschenk zu machen. Und ihr verbessert dadurch nochmal eure diplomatischen Beziehungen. Zugleich ist das ein geltendes Abkommen, das die KI nicht einfach brechen kann und nicht einfach brechen wird. So dass das euch außerdem noch eine außenpolitische Sicherheit verschafft. Ja, das war jetzt ein sehr ausführlicher Punkt, ne? Kommen wir jetzt zu Nummer 7. Und zwar, die öffentliche Ordnung in eurer Startprovinz, die solltet ihr nach Möglichkeit immer versuchen zu steigern. Und wie das am einfachsten geht, zeige ich euch jetzt. Schauen wir uns das einmal bei Gongsunjan an, den wir hier in seiner Provinz Yubeiping sehen. Und zwar seht ihr, dass hier die öffentliche Ordnung mit minus 8 Punkten nach unten geht. Die feindlichen Streitkräfte hier in dieser Provinz ziehen einfach die öffentliche Ordnung nach unten. Da ist es natürlich erstmal der einfachste Weg hinzugehen und diese Armee hier zu besiegen, womit man dann natürlich schon mal die öffentliche Ordnung zu einem gewissen Teil wiederherstellen würde. Das ist sicherlich auch gar nicht so verkehrt. Ihr könnt auch natürlich hingehen, und das kennt ihr wahrscheinlich alle, und eine Armee einfach in die entsprechende Stadt reinstellen, dann bekommt ihr einen zusätzlichen Bonus durch die Garnison der Truppen dort. Das ist aber relativ ungünstig in Total War Three Kingdoms, zum einen, weil die Anzahl der Truppen irgendwie limitiert ist. Das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Und auf der anderen Seite, weil ihr mit den Armeen draußen sein wollt und kämpfen wollt. Das ist sicherlich auch ein wichtiger Aspekt. Vor dem Hintergrund solltet ihr also hingehen und in den ersten Runden, wenn ihr nur mit einer Provinz startet, die eine passable Nahrungsmittelversorgung hat, dann heißt das also, dass die Nahrungsmittelversorgung nicht unter Null ist oder vielleicht, dass diese Provinz insgesamt nicht mehr Nahrung herstellt, als sie verbraucht, dann könntet ihr hingehen und diese Provinz von der Steuer befreien, und zwar für so 3-4 Runden. Ihr bekommt jede Runde einen unfassbar starken Bonus auf die öffentliche Ordnung, weil ihr die Steuern ausgeschaltet habt für diese Provinz. Und wenn ihr jetzt mal guckt, der Unterschied zu eurem Einkommen, der ist nicht so gravierend. Der beträgt hier nur wenige hundert, nämlich halt genau diese 150 in dem Falle. Denn der Großteil eures Einkommens, den seht ihr hier, der kommt nämlich am Anfang gar nicht durch diese Komturei zustande, sondern das ist euer Startkapital, das ihr durch, also dass ihr einfach so erhaltet. Dafür müsst ihr gar nichts tun, sondern die 2000, die kriegt ihr immer so. Sonst könnte man dieses Spiel nicht schaffen, weil man nicht genug Geld macht, am Anfang, um überhaupt eine Armee zu unterhalten. Das führt aber hier zu der tollen Situation für euch, dass ihr eure Provinzen immer wieder mal, insbesondere wenn die wenig Geld produzieren oder wenig Nahrung produzieren, dass ihr die von den Steuern ausnehmen könnt. Bedenkt allerdings, eine Provinz, die von den Steuern ausgenommen ist, wird keine Nahrungsmittel herstellen. Und es kann durchaus sein, dass sie Nahrungsmittel verbraucht, dass der Verbrauch an Nahrungsmitteln steigt, wenn sie selbst Nahrungsmittel herstellt. Es kann durchaus aber sein, dass sie keine Nahrungsmittel verbraucht, wenn sie selbst keine herstellt. Das war jetzt ein bisschen kompliziert ausgedrückt. Aber habt einfach ein Auge hier drauf, dass sie hier nicht ins Minus geht, dass ihr vielleicht hier nur kurzfristig ins Minus geht und dass ihr hier ein ordentliches Plus bei der öffentlichen Ordnung macht.
Öffentliche Ordnung ist sicherlich ein wichtiger Aspekt dieses Spiels. Ein fast ebenso wichtiger Aspekt dieses Spiels sind Helden, die sich vertragen oder die sich eben nicht vertragen. Und ihr solltet darauf achten, dass ihr Helden, die sich nicht vertragen, nicht vollständig auflöst, also das nur in Ausnahmesituationen macht, sondern im Idealfall sie in eine eigene Armee ausgliedert. Das hat ein paar Stärken und ein paar Schwächen und die erkläre ich euch nun. Ich wähle meine Figuren ja stets so aus, dass sie sich eigentlich gut vertragen, aber es kann natürlich mal vorkommen, dass irgendwelche Ereignisse dazu führen, dass sich zwei Figuren oder Charaktermodelle untereinander eben nicht mehr gut verstehen. Und dann solltet ihr in dieser Situation flexibel reagieren können. Natürlich könnt ihr hingehen und dieses Gefolge eines Kommandanten eben auflösen und vielleicht könntet ihr auch ihn dann dadurch freisetzen und als Verwalter in der Provinz einsetzen. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Wenn ihr aber in einer Situation seid, die das militärisch erfordert, dann solltet ihr das Gefolge, das sich nicht verträgt, in dem Falle einfach nur ausgliedern und damit eine weitere Armee eröffnen. Das hat folgenden Vorteil. Ihr könnt nach wie vor noch eine Siedlung belagern und eure Armeen entsprechend der Reichweite, die sie haben, weiter verstärken. Das heißt, ihr werdet also hier wenn wir jetzt diese Stadt angreifen würden, das ist ja eine von mir, aber tun wir mal so, und wir würden sie angreifen, dann sähen wir, dass diese Armeen hier durchaus noch in der Lage wären, in das Gefecht einzugreifen, um hier eben zu verstärken. Und dadurch, dass diese Einheiten im Krieg Seite an Seite kämpfen in dieser Schlacht, besteht wieder eine Wahrscheinlichkeit dazu oder darauf, dass sie sich irgendwann wieder vertragen. Und das wäre ein großer Vorteil für euch an der Stelle. Dann könnt ihr die Armeen nämlich wieder zusammenlegen. Denkt aber daran, wenn ihr sie zusammenlegt, dann müsst ihr gegebenenfalls einen neuen Kommandanten nochmal bestimmen, beziehungsweise hier in diesem Falle sollten wir einfach hingehen und ihn wieder zum Kommandanten machen. Und ihr werdet Vorräte verlieren durch den Einheitentransfer. Auch das solltet ihr bedenken, das ist ein wichtiger Punkt, insbesondere wenn man im fremden Territorium unterwegs ist und die Vorräte ohnehin schon knapp sind. Das ist ein weiterer Nachteil beim Ausgliedern von Helden aus der Armee. Diese Helden werden zwar eine entsprechende Nahrungsmittelversorgung haben, allerdings werden sie unter Umständen Eigenschaften besitzen oder weniger Eigenschaften besitzen, die dann dafür sorgen, dass sie weniger Reserven aufbauen oder zusätzliche Reserven verbrauchen. Ein Streiter zum Beispiel hat die Möglichkeit, bei einer kommandierenden Streitkraft, soweit ich weiß, bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, zusätzliche Vorräte zu bunkern oder pro Runde zusätzliche Militärvorräte herbeizuschaffen, was dann eben ein Vorteil ist, den ihr verlieren würdet, und auch das solltet ihr auf der Rechnung haben. Es ist aber auf jeden Fall häufig besser, wenn man im militärischen Einsatz unterwegs ist, die Armee nur auszugliedern und sie nicht direkt vollständig aufzulösen. Punkt 5 ist ein Aspekt, über den haben wir schon gesprochen, nämlich die Reformierung der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in diesem Spiel und dementsprechend werden natürlich auch deren Reformen wichtig sein. Die haben aber noch andere Vorteile, außer das Produzieren von Nahrungsmitteln. Der größte Bonus, den ihr dafür bekommt, ist ein Wachstum der Bevölkerung, das jenseits von Gut und Böse ist. Und ich erkläre ganz kurz, warum das so ist. Ihr bekommt 3000 Bevölkerungswachstum pro Bezirk. Pro Bezirk in einer Komturei. Nicht pro Komturei, sondern pro Bezirk. Und ihr bekommt nochmal plus 6000 pro Bezirk. Das heißt, ihr kriegt einen Insgesamtbonus von 9000 Bevölkerungswachstum pro Bezirk in einer Komturei. Schauen wir uns mal unsere Hauptstadt an. Die hat insgesamt 3 Bezirke und damit 27.000 Bevölkerungswachstum alleine durch die Reformen. Und warum ist das so wichtig? Bevölkerung bringt unfassbar starke Boni auf das Einkommen der Landwirtschaft. Wir haben einen wunderbaren Synergieeffekt mal wieder. Ihr bekommt einen Bonus auf den Nachschub. Ich habe ja schon erzählt, warum der wichtig ist, damit ihr schneller erobern könnt und schneller verstärken könnt. Wenn ihr so 3 Millionen Einwohner habt, dann werdet ihr eine neu aufgestellte Armee, werdet ihr in 3 Runden fertig und kampfbereit haben. Das ist unfassbar stark. Außerdem wird die Siedlungsverwaltungsbauzeit reduziert. Das heißt also, ihr habt den stärksten, in meinen Augen, den stärksten Synergieeffekt hier bei der Landwirtschaft, weil ihr nämlich mit dem Reformtree der Landwirtschaft ja auch noch zusätzliche Nahrung generiert. Das heißt also, hier verstärken sich die Effekte in meinen Augen wirklich am stärksten und ihr bekommt außerdem noch einen 2% Nachschubbonus. Das ist auch noch ganz okay. Und ihr habt also relativ wenige Hürden hier unten auf diesem Zweig, die ihr nehmen müsst. Bitte denkt rechtzeitig daran, diesen unsäglichen Nahrungsspeicher, wo ist er hier? Denkt bitte
möglichst früh daran, dieses Getreidesilo auf Stufe 2 auszubauen, damit ihr die entsprechenden Forschungshemmnisse auf diesem Zweig aus dem Weg räumt. Und dann werdet ihr nicht nur in der Bevölkerung schwimmen, also so Stage-Diving sozusagen, sondern ihr werdet natürlich auch noch zusätzliche Nahrung produzieren und zusätzliches Einkommen. Punkt Nummer 4 ist ein alter Bekannter, den kennt ihr eigentlich schon, wenn ihr mal ein Video von mir gesehen habt, wo ich Let's Player, und zwar begrenzt eure Kriege und eure Kriegserklärungen. Dieses Spiel hier heißt zwar Total War oder trägt zumindest den Begriff Total War im Titel, tatsächlich ist es aber relativ schlau, wenn man versucht, so wenig Kriege wie möglich zu führen und eigentlich auch immer nur dann, wenn sie unbedingt nötig sind. Das hat was mit einer doch häufiger mal sehr aggressiv agierenden KI zu tun. Ich möchte aber vielleicht noch hier die Einschränkung machen. Das ist ein Punkt, den muss man sicherlich bei den höchsten Schwierigkeitsgraden, also bei sehr schwer und bei legendär, beachten. Weil da die KI nämlich dazu neigt, auf Fraktionen den Krieg zu erklären, die auch schon in einem Krieg sind. Und weil sie da auch mal random den Krieg erklärt, ohne dass man das jetzt irgendwie beeinflussen könnte. Ansonsten gilt aber immer, sich für Geld aus einem Krieg rauskaufen ist in der Regel eine wunderbare Sache. Denn Geld kann man in diesem Spiel eigentlich genug bekommen. Und insofern ist es eine Ressource, die man in der Regel relativ freizügig auch ausgeben kann. Insbesondere dadurch, wenn man sich einen lästigen Konkurrenten erstmal aus dem Weg schafft oder wenn man sich erstmal einen Waffenstillstand an einer Front verschafft. Das Problem bei der ganzen Sache ist nämlich tatsächlich, die KI kann in der Regel mehr Armeen unterhalten als der menschliche Spieler und sie weiß, wo die Armeen des menschlichen Spielers stehen. Ihr wisst das nicht. Ihr habt also da immer einen Positionierungsnachteil und ihr habt auch einen Manövernachteil, weil ihr nämlich in der Regel der KI hinterherlaufen müsst, um ihre Armeen zu stellen. Das heißt also, es ist auf jeden Fall sinniger in meinen Augen, wenn man die Anzahl der Kriege begrenzt, damit man nicht von so vielen Punkten angreifbar ist. Man kann natürlich irgendwann, ich spiele das Spiel hier natürlich auch, um diese ganze wunderschöne Karte hier mit meinem Schriftzug oder mit meiner Farbe zumindest irgendwann mal anzupinseln. Aber tatsächlich sollte man wirklich immer aufpassen, dass man sich nicht übernimmt bei den Kriegen. Und ich selbst führe auch in der Regel nicht so gerne mehr als ein oder zwei Kriege gleichzeitig, weil das doch in der Regel zu viele Ressourcen bindet. Und es ist besser, wenn man einen Gegner schnell niederwirft, anstatt dass man halt sich mehrere lange Kriege leistet. Nächster Punkt. Wir nähern uns langsam dem Ende. Und zwar, das möchte ich hier mal als These aufstellen, es ist besser eine Provinz zu kaufen, als einen Krieg zu erklären. Und ich habe ja schon ein bisschen was dazu gesagt, tatsächlich hat man hier in diesem Spiel häufiger mal die Situation, dass gegnerische Fraktionen so verzweifelt sind, dass sie einem Provinzen verkaufen. Ja, der arme Liu Bei, er hat momentan große Schwierigkeiten bei seiner Nahrungsmittelversorgung, da wäre es doch gut, wenn wir ihn von dieser lästigen Eisenmine hier befreien. Oder was meint ihr? Wir gehen erstmal hin und bieten ihm hier einen Haufen Nahrung an. Und dann gehen wir anschließend noch hin und bieten ihm noch einen Haufen Geld an. Ah, Moment mal, eine Zahlung wollen wir nicht bitten, sondern wir wollen ja eine Zahlung leisten, ne? Also auch das sollen wir an der Stelle noch tun. Mal vielleicht noch hier irgendwie so eine 4 und eine 0 vorne dran, ne? Ja, das reicht ja dann eigentlich auch schon in den meisten Situationen. Das Tolle hieran ist, wir bieten hier eine Ressource an für 10 Runden. Das heißt, in 10 Runden haben wir das ja wieder drin, ne? Und wir bieten ihm auf der anderen Seite noch ein bisschen Geld an. Das heißt, wir kommen hier an eine territoriale Expansion, ohne dass wir irgendeinen Krieg führen müssen. Es ist eine rein diplomatische Aktion, die wir tun. Wie gewohnt. Wir bekommen ein zusätzliches Gebiet, stärken damit unsere eigenen Komtureien, ne? Also gut, jetzt hier in dem Falle, zeigen wir nochmal die Eisenmine. Wo habe ich sie gekriegt? Wir haben damit jetzt zwar natürlich hier relativ wenig Garnison, aber ihr seht, insgesamt ist die Garnison hier ganz gut. Wir konnten hier eine Provinz bekommen, ohne einen Krieg führen zu müssen. Natürlich haben wir einen unserer potenziellen Verbündeten geschwächt, aber wir können ja eben, wenn er noch weiter geschwächt wird, noch mehr Provinzen abkaufen. Tatsächlich ist das hier was, was man in der Diplomatie hier in diesem Spiel sehr gut tun kann. Versucht also einen Nutzen daraus zu ziehen. Wenn es bei der KI-Fraktion mal nicht so gut läuft, bietet denen ruhig mal ein bisschen Nahrung an, bietet ihnen ein bisschen Geld an und so kommt ihr in der Regel sehr, sehr leicht in den Besitz zusätzlicher Provinzen. Bevor ich übrigens noch vergesse, das zu erwähnen, das ist übrigens eine sehr sinnvolle Sache, um die vollständigen Komtureien zu bekommen, denn vollständige Komtureien zu besitzen ist immer besser als nur einzelne Bezirke zu haben, ne? Ich glaube, das leuchtet ein, weil man dann mehr Synergieeffekte bei den Wirtschaftsgebäuden bekommt. Okay, also Punkt Nummer 2.
heißt, Klasse statt Masse und Schere, Stein, Papier sollten beachtet werden. Das zeige ich euch jetzt auch noch ganz kurz exemplarisch, weil das eigentlich ein Punkt ist, der mehr so in die Richtung, wie baue ich mein Militär aufgeht. Und das ist was, da werde ich noch weitere Tutorials zu machen, die kommen aber noch. Damit ihr aber ohne Probleme hier in diesem Spiel durchstarten könnt und damit ihr möglichst wenig Probleme habt, bei diesem Spiel hier am Anfang auch mal durchschlagende Erfolge zu erzielen, sei euch der Tipp mitgegeben. Die Klasse der Einheiten ist in der Regel immer besser als die reine Anzahl der Einheiten. Das will heißen, dass ein halbes Regiment aus sehr guten Truppen immer besser kämpft als ein komplettes Regiment aus sehr schlechten Truppen. Das war in früheren Total War-Teilen anders, deswegen erwähne ich das hier nochmal extra. Und das heißt aber auch, diese G-Miliz hier zum Beispiel, die sollten wir bei Zeiten wirklich mal austauschen gegen so eine Einheit wie Azur-Drachen, die zwar deutlich teurer im Unterhalt sind, aber dafür wesentlich vielfältiger, besser einsetzbar und insgesamt auch noch stärker kämpfen. Diese Einheiten sorgen dafür, dass ihr eure Schlachten besser gewinnt, dass ihr insgesamt weniger Verluste habt, dass ihr euch besser auf den Gegner einstellen könnt und dass sie länger im Nahkampf bleiben können. Tatsächlich bieten die euch ein größeres Aktionspotenzial. Und es gilt eigentlich für alle Einheiten, aber es gilt nur eigentlich für eine Einheit. Nicht so ganz. Nämlich bei einer Einheit könnt ihr auch mit einer etwas schlechteren, mit einem etwas schlechteren Modell, einem etwas älteren Jahrgang vielleicht, auch durchschlagende Erfolge erzielen, und das ist bei der Kavallerie. Das hat aber auch einen wichtigen Grund, weil Kavallerie unfassbar teuer ist in diesem Spiel. Ihr seht natürlich hier, die schwere Tiger- und Leopardenkavallerie ist auf jeden Fall der Endgegner. Das sind Einheiten, die in Keilformationen die Formationen anderer Einheiten vollständig aufbrechen können. Wenn ihr es aber schafft, und das solltet ihr natürlich immer versuchen, eure Kavallerie in den Rücken des Gegners zu bringen und dort einen schönen Ansturm zu setzen, dann könnt ihr auch mit dieser berittenen Lanzenmiliz und sogar mit dieser Kavallerie der Gian-Schwertwache oder eben der berittenen Säbelmiliz sehr, sehr hohe Verluste erzeugen. Bei diesen Kavallerietypen hier, bei dieser Lanzenmiliz, auf jeden Fall noch ein bisschen mehr als bei dieser Säbelmiliz-Kavallerie. Und das ist halt eine recht günstige Einheit, die noch vielseitig einsetzbar ist. Dazu muss man aber natürlich sagen, der reine Nahkampfeffekt bei den Einheiten ist nicht immer das, was zählt. Das ist ja eine Einheit, die hat noch eine stärkere Rüstung dabei, die hat noch einen stärkeren Schild dabei und so weiter und so fort. Und die wird einfach weniger Verluste erleiden, wenn sie zum Beispiel von Pfeil und Bogen beschossen wird. Auch hier wäre so eine Einheit natürlich vorzuziehen, wenn man die entsprechenden finanziellen Ressourcen hat. Aber ihr könnt schon sehen hier, Runde 71, Zau Zau, zwei Armeen, pro Runde noch 2000 im Budget. Da muss ich zwei Runden für eine solche Einheit sparen, die sind unfassbar teuer, die will man dann natürlich auch immer behalten, die will man dann aber natürlich auch einsetzen. Und dass da steht, niedriger Schaden, das ist der Treppenwitz in diesem Spiel überhaupt, das ist eine Einheit, wenn ihr in den Rücken einer anderen Einheit gelangt, macht ihr eigentlich alles platt. Da bleibt wirklich kein Auge trocken. Da kann man auch mal mit der schweren Kavallerie, da zählt ja der Ansturmbonus hier, den sehen wir übrigens hier mit diesen, vielleicht sehen wir es auch hier nochmal, den sehen wir hier mit diesen 240, dieser Sturmbonus, der wird einfach alles bei den gegnerischen Einheiten regelrecht zerfetzen. Und ja, da kann man auch leichte Speerregimenter mit einfach über den Haufen reiten, die können nichts mehr machen. Behaltet es bitte im Hinterkopf, ne? Ihr könnt am Anfang auch mal mit diesen billigen G-Milizen hier rumagieren und am Anfang sollte man das vielleicht auch machen. Denn es ist besser, eine Full-Stack-Armee zu haben, als nur eine Half-Stack-Armee, will heißen. Es ist besser, wenn man tatsächlich für das gleiche Geld eine vollständige Armee bekommt, anstatt dass man nur mit einer halben Armee rumläuft. Das bringt noch ein paar andere Vorteile, zum Beispiel beim Belagern. Es ist immer gut, wenn man eine vollzählige Armee hat. Aber tatsächlich stehen einem ja am Anfang auch diese hervorragenden Einheiten nicht unbedingt zur Verfügung. Dann ist man gezwungen, mit schlechteren Einheiten zu spielen. Aber es sollte immer nur eine zeitbedingte Lösung sein. So, und jetzt ein Tipp habe ich noch für euch. Und dann ist dieses Tutorial auch schon zu Ende. Und es wird hoffentlich bald mein nächstes kommen. Da fällt mir ein, zum Schere-Stein-Papier-Prinzip wollte ich ja auch noch was sagen, bevor ich das vergesse. Ne? Die Einheiten funktionieren ein bisschen nach einem Schere-Stein-Papier-Prinzip. Kavallerie wird immer die Fernkämpfer platt machen. Kavallerie, insbesondere die Schockkavallerie, ist auch stark gegen solche einfachen Schwertkämpfer und gegen Axtkämpfer, wenn sie einen Ansturm macht. Sie verliert aber gegen Speerkämpfer. Auch das sollte man bei seiner Zusammenstellung der Armee natürlich bedenken.
Die Schwerter sind im Nahkampf ganz gute Allrounder, werden sich im Nahkampf auch gegen Speerkämpfer durchsetzen. Sie sind ein bisschen anfälliger gegenüber Äxten. Die Äxte haben häufig ein Problem mit den Bogenschützen, weil die Äxte häufig einen schlechteren Schildwert haben. Wenn sie ein Schild haben, sind sie gegen Bogenschützen ganz gut gefeit. Können dann auch mal ganz gut gegen Säbelmilizen kontern, sind aber eher dazu gedacht, dass man sie in den Rücken anderer Einheiten manövriert. Das ist ein wichtiger Punkt, den man bei den Äxten bedenken soll. Das sind, ja, jetzt kann ich hier natürlich keine Äxte rekrutieren, ne, weil ich keinen Wächter hier drin habe. Ist aber ein sehr wichtiger Punkt. Äxte greifen in der Regel in den Rücken einer Einheit an und selten frontal. Die einzigen Einheiten, die man wirklich mal frontal draufschicken kann, sind Speere und Schwerter. Ansonsten sollte man lieber versuchen, mit den Einheiten zu flankieren. Das gilt übrigens auch für Bogenschützen. Tatsächlich habe ich das sehr gerne, wenn die Bogenschützen so stehen, dass sie in den Rücken der Einheiten feuern, weil sie dann höheren Schaden machen, denn im Rücken hat die Einheit des Gegners in der Regel weniger Panzerung. Das macht sie natürlich wiederum verwundbar für Kavallerieangriffe. Aber wenn die Kavallerie auch mal im Nahkampf ist, dann kann man die auch mal mit so einer Schwerteinheit schlagen. Das wird aber sicherlich der Mr. Merp noch ausführlicher erklären, mit mir vielleicht sogar zusammen. Da arbeiten wir momentan dran. Ich mache jetzt aber noch meinen letzten Punkt und dann sind wir gleich fertig. So, und Nummer 1, einer der meiner Meinung nach wichtigsten Kampagnentipps. Wenige Armeen bei hohem Einkommen sind besser als das Gegenteil, will also heißen, viele Armeen bei niedrigem Einkommen. Das Ganze hat folgenden Grund, und da gucken wir nochmal hier in diese Zau-Zau-Kampagne rein. Gebäude in Total War Three Kingdoms sind im Vergleich zum Einkommen, das sie generieren, und dem Einkommen, das man überhaupt hat, unfassbar teuer. Wenn ich hier so ein Gebäude baue, ist das noch relativ günstig, aber die meisten Gebäude sind deutlich teurer, wie zum Beispiel hier diese Werkzeugstätte für 3.400 oder hier diese Gutshöfe mit 2.800. Das sind relativ teure Gebäude. Ganz besonders teuer sind natürlich eben die Ausbauten der Städte. Die kosten richtig, richtig viel Geld und deswegen kommt man schnell mal in finanzielle Schwierigkeiten. Was anderes ist eben auch noch, dass diese Elite-Einheiten unfassbar teuer sind. Und wenn ihr wisst, so eine Einheit kostet 6.000 in der Anschaffung, dann muss man irgendwo Abstriche machen, sodass man eben ein höheres Einkommen pro Runde generiert. Und man darf auch ruhig mal sparen, wenn man hier 10.000 Kupfer auf der hohen Kante hat. Die sind so schnell wieder weg, so schnell könnt ihr gar nicht gucken. Da baut ihr eine Stadt aus und in der anderen baut ihr noch irgendwie so ein Nebengebäude aus und dann sind die 10.000 auch schon wieder gehimmelt. Das heißt also, ihr müsst wirklich gucken, dass ihr ein möglichst hohes Einkommen habt. Und ich habe ja schon gesagt, es ist wichtig, dass man die Anzahl der Kriege begrenzt. Versucht das zu schaffen. Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ihr nämlich die Kriege begrenzt, braucht ihr auch nicht so viele Armeen. Das heißt, ihr könnt euer Land besser ausbauen, ihr könnt euer Land schneller ausbauen, ihr könnt schneller wirtschaftliche Erfolge erzielen und werdet schneller größere finanzielle Unabhängigkeit haben. Und wenn wir uns so eine Armee angucken, das ist ja jetzt keine Premium-Armee, sondern mit Ausnahme der Azur-Drachen sind das hier eigentlich relativ schlechte Einheiten. Die alleine kostet mich aber schon 1839. Das heißt, wenn ich die auflöse, würde ich mein Einkommen eigentlich verdoppeln. Und das ist wirklich tatsächlich ein Haufen Geld. Und man kann es am Anfang des Spiels wirklich schaffen, längere Zeit einfach nur mit einer Armee rumzulaufen, wo die Einheiten vielleicht nochmal gar nicht so super sind. Man muss dieses Spiel ein bisschen langsamer spielen als andere Total War-Teile. Das Spiel belohnt einen nicht dafür, wenn man sehr, sehr aggressiv und sehr, sehr schnell spielt, sondern man sollte sich wirklich die Zeit nehmen für die nötigen Reformen. Man sollte sich die Zeit nehmen, um ein hohes finanzielles Polster aufzubauen. Denn wie schnell ist es mal passiert, dass man in einer diplomatischen Situation Geld benötigt und dann seid ihr froh, wenn ihr ein großes Polster habt. Das heißt also, achtet darauf, nicht zu viele Armeen zu kontrollieren. Es gibt da keine konkrete Faustregel. Ich würde aber sagen, bei so einem, ihr solltet schon achten, dass euer Einkommen immer so im Tausenderbereich ist mindestens. Und im Idealfall ist es so im Midgame, so ab Runde 50, ist es eher so bei 2.000. Und dann schaut, dass ihr das stückchenweise erhöht, zum Beispiel dadurch, dass ihr Nahrungsmittel verkauft und so weiter, damit ihr möglichst hohes Einkommen generieren könnt. Das hilft euch insgesamt mehr. Und damit sage ich auch erstmal noch vielen Dank fürs Zugucken an dieser Stelle.
Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Teil wieder dabei seid. Das waren jetzt erstmal so meine 10 Tipps oder meine 10 Empfehlungen für ein erfolgreiches Kampagnenspiel. Lasst es mich doch wissen, wenn ihr auch noch welche habt, wenn euch was aufgefallen ist, wenn ihr eine Frage habt, schreibt mir bitte einen Kommentar. Ich versuche immer darauf zu antworten. Ich kann auch gerne mal ein Video darüber machen und noch hier schließlich noch eine kleine Anregung meinerseits. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine tolle Schlacht geschlagen habt oder eine krasse Situation im Spiel passiert ist oder wenn ihr einen Bug gesehen habt, wenn ihr ein Video von macht, mir das Savegame oder das Replay schickt. Und das könnt ihr machen, indem ihr eine Anfrage auf meiner Kanalseite stellt. Da könnt ihr euch meine Mailadresse anzeigen lassen. Und dann würde ich das gerne auch mal auf meinem Kanal zeigen. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht dazu schicken, falls ich noch irgendwelche zusätzlichen Informationen geben oder euch grüßen soll. Und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr mir da noch eine Nachricht hinterlasst. In diesem Sinne sage ich erstmal macht's gut, bis zum nächsten Mal. Sei Jen und Pax Vobiscum, Valete.